Ja, du läufst aber auch richtig. Ja, du läufst richtig. Weiter nach links, ja, du läufst auch. Also jetzt bist du ja in meiner Nähe wieder. Moin. Ich weiß nicht, ob das... Moin. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass wir irgendwie das, was wir gebaut haben, irgendwie in eine andere Map einfach mal transferieren. Weil du steckst ja quasi und sagst ja nur von Punkt dem bis Punkt den, also so wie du auch TNT quasi pflasterst, ne? Ja. Ey! Ja. Guck mal, die haben einen Hammel gerissen hier. Oh, Tatsache. Können die denen was geben? Knochen oder was kriegen die? Ich hab keinen Knochen. Dass die einen lieben. Oh, jetzt ist das mein Freund. Wo ist dein Freund? Wo ist dein Freund? Ist das jetzt auch dein, dein Halsband? Oh ja. Kommt der mit? Guck dir mal das Schwein an, dass er so böse guckt. Das musst du fletschen. Das wäre auch cool, ne, wenn man die irgendwie auf irgendwas draufhetzen könnte. Ja, hier, Priest, gib Knoppers. Ich glaube, wenn ich irgendwas angreife, dann gehen die mit. Das Spiel, hier. Hier. Diese Vergesser. Jetzt kommt die Spinne. Guck mal, der Hund, der macht gar nichts. Der guckt nur zu. Und die Spinne schiebt ihn einfach weg. Da gibt's den Gnadenschuss. Ja, zu Recht, er hat ja auch gelitten, ey. Hat der auch. Armer Hund. Bam, hast du gesehen, ich hab auf Euder City einen Hund, der heißt Boris die Bestie. Der ist gut. Boris. Wir müssen unbedingt einen Kiosk bauen. Ja, stimmt. Müssen wir uns realistischer noch anpassen. Ich möchte jetzt mal ein Erfolgserlebnis beim Abenteuer haben. Das wäre ein Dschungel. Ja, oder zumindest mal ein Dungeon oder was zu trinken. Ich weiß nicht. Was zu trinken. Bin so durstig. Ein bisschen geil. So hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig. Welche Folge ist das denn? Ich weiß nicht, da ist irgendwie... Homer zieht da jetzt irgendwie allein durch eine Wüste. Es gibt ja einmal die mit dem Chili-Trip. Ja, das ist die aber nicht. Nee, meine ich auch. Das irgendwie, die... weiß nicht, sind die auf... Machen die so einen Zwischenurlaub? Jetzt weiß ich nicht, wo du lang bist. Machen die so einen Kurzurlaub, glaube ich, und irgendwie ist die Karre verreckt. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, in dem Zusammenhang war das. Und dann geht Homer irgendwie los, läuft aber in eine völlig falsche Richtung. Ja, jetzt sehe ich die wieder. Und dann ist er durstig und geil. Und hungrig und geil. Das ist richtig gut. Hast du eigentlich da jetzt erzählt mit deinem Schornsteinfeger? Hat der deine Playstation geklaut oder wie war das? Der war ja, ist ja gar nicht gekommen. Ich hab aber weiter gepennt. Also kann sein, dass der da war und geklingelt hat, aber ich habe dann nicht gehört. Ja, ich finde, der soll sich auch mal nicht so anstellen in solchen Dingen. Echt? Der ist immer noch ein Dienstleister, ne? Ja, eben. Spielt ja wohl, dass er deine Ansprüche stellt. Dass du auch da bist, wenn du da bimmelst. Echt, Mann. Ey, das... Komm her! Wir finden hier, glaube ich, nichts mehr. Nee. Vor allen Dingen dann immer, dass du so auf... Was ist das denn hier? Ja. Das ist nur halb gerendert bei mir. Echt? Nee, ja. Bei mir ist es voll. Ja. Hier sieht alles so merkwürdig aus. So eckig, ne? Ich muss mal disconnecten. Jetzt bin ich wieder da. Läuft! Yay! Sieht gut aus. Ja, ich sag mal, ist jetzt die Frage, wie weit wir jetzt hier laufen wollen, weil... Das ist einer heult. Das, ich meine, hier passiert nichts, ne? Hier ist aber auch cool. Da hinten ist ein Sumpf. Aber das ist gefährlich, das ist wie im echten Leben, so unter Brücken. Da hausen immer so die Gangster. Die Brückentrolle. Ja. Mo Sisley. Das ist so geil, ey.
Aber das kennst du, diese Trolle unter Brücken und so? Mhm. Ich finde das ganz gut, dass sie das so... Oh, hier geht's jetzt ein bisschen sumpfmäßig weiter. Da habe ich doch gerade gesagt, aber ich finde, Sumpf ist mittlerweile auch ein bisschen lahm, weil es da keine Hexen mehr gibt. Ja. Aber... Oh, Enderman. Da, ich sehe dich wieder. Jo. Boah, ich bin super müde. Ja, dann müssen wir jetzt Action machen. Irgendwas muss passieren. True Survivor. Wir hätten mal ein bisschen TNT mitnehmen sollen. Hätten wir alles mal hier ein bisschen in die Luft gesprengt. Blasten, keine Ahnung. Irgendwie runtergraben und dann, pass auf, nach uns die Sintflut. Ja. Einfach weg. Scheißegal. Kommt ja nichts mehr, ey. Hier kommt echt nichts mehr. Kommt da nichts rüber. Was weiß ich was. Was weiß ich was. Wir sind Schweine. Ich bin jetzt gerade am Wasser fast. Ja, ich bin quasi im Wasser. Ich fahre einfach mal so ein bisschen kurz geradeaus, weil... Oh. Gib mal ein bisschen Gas und guck mir das mal an. Kann ich nicht auf so einer Seerose wegfahren? Ja, hier. Also hier kommt nichts mehr. Also hier kommt schon noch was, aber da vorne geht's halt ganz normal mit dem ganz normalen Biom wieder weiter. Dann gehen wir weiter hier. Wir müssen auch noch zurücklaufen. Dann machen wir einen Schlenker. Oder wir machen das beim nächsten Mal. Wir starten einfach dann hier und dann sagen wir, oh, scheiße. Oder so. Das hört sich natürlich auch gut an. Warum sind wir nicht zurückgelaufen, sagen wir dann. Ich meine, wir haben ja Waypoints, da geht's ja. Ja. Ich fahr mal zu dir hin. Ich hab kein Boot. Nee, ich hab noch ein Boot. Hey, was macht denn an meinem Boot? Wie er ausgerastet ist. Udo. Udos Wassersport. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, mein... Oh ja, ich hatte zwei Boote. Jetzt habe ich nur noch ein Boot. Bin drüben. Verrückte Mongol. Junge. New Kids habe ich auch viel zu lange nicht mehr gesehen. Ja, das wird auch mal wieder Zeit. Machen. Beide Filme auch. Nee, die Filme sind scheiße. Ja, natürlich. Ich meine, die Serie ist super. Ja, die ist wirklich, die ist astrein. Die ist alles doch, scheiße. Na, das Fickschnitzel, das ist gut. Auch dieser Campingplatz. Ja. Peter! Limonade! Ah, okay, ich krieg jetzt mal die Ball in die Fresse. Hey! Aufpassen, bitte. Gib den Ball her, Junge. Hier sind Pferde. Sollen wir uns nicht ein Pferd holen? Ja, wenn das mal so einfach wäre, dann brauchst du, glaube ich, Karotten und so ein Later. Was? Alter. Wahnsinnig, ey. Ja, du musst ja zu Hause. Du musst dich ja zu Hause rechtfertigen. Die Pferde schlachten ist in Ordnung. Ja, Lasagne machen. Oder? Die sind ja nicht niedlich. Die Pferde sowieso. Dieses Winnetou-Gen bei Frauen habe ich nie verstanden. Ja, ich verstehe auch dieses Gebiss bei den Pferden auch nicht so wirklich. Die sind eigentlich total hässlich und gruselig, finde ich, so Pferde. Nachts vor allem. Wir haben das zeitweise gehabt, wo ich mit dem Kommilitonen dann irgendwie abends haben wir dann mal, keine Ahnung, was zusammen getrunken oder was. Keine Ahnung, so ein bisschen gesabbelt über Studieninhalte. Und der hat auch... Ja, hier, da, hier, Koldewey. Ja. Da, Versorgungszentrum Madebogen, wie es ja so schön heißt. Und, da gibt's halt, da gibt's ja auch diese Pferde da, weißt du, bei der ehemaligen... Ja, ich kenn das. Ja, und, keine Ahnung, bin ich da los und am Auto habe ich da geparkt und es standen halt direkt daneben die Pferde, ne? Mhm. Und, dann nachts, weißt du, du siehst quasi nur so in den blauen Mondschein nicht. Das immer nur so, ne? Ja. Ja, und wenn überhaupt, ne? Und dann bewegen die sich auch gar nicht. Und wenn dann nur minimal und dann siehst du das erst, du realisierst es gar nicht, dass da Pferde stehen. Da stehen irgendwie so zwei, drei Pferde und dann auf einmal innerlich und erstarrst du nur, weil du denkst, ach du Scheiße, ey, stehen ja hier gerade 2 Meter neben dir, stehen hier ja gerade Pferde.
Und das merkst du dann gar nicht, ne? Und dann stehen da zwei Meter neben die Pferde. Und du kriegst das gar nicht mit. Das ist scheiße. Ja! Jetzt Maul, Mann, Alter. Mir fallen dir so die Augen zu gerade. Stell mal vor, dann stehen da Pferde. Du bist so ein Lappen. So, jetzt haben wir Pferde geschlachtet. Warum geben wir eigentlich kein Fleisch? Ist es eigentlich in Ordnung, Pferde Salam. Zu essen? Ganz viele Leute sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Ging es da eigentlich wirklich um die Pferde damals oder ging es da um die Etikettierungspflicht? Ich glaube um die Etikettierungspflicht. Na, ich meine, ich weiß nicht, ja, eigentlich Pferdefleisch kann man ja auch beim Schlachter so kaufen. Ja. So, und ich glaube, es ging nur ums Etikettieren. Und wenn da Pferdefleisch drauf gestanden hätte, nee, jetzt ist es machen können. Dann hätte ich es auch gekauft, ehrlich gesagt. Ja. Das ist gutes Fleisch, kann man nichts gegen sagen. Aber das Problem ist teilweise, dass du da Rennpferde drin hast, die dann mit Antibiotika und Chemikalien vollgepumpt sind, ja, wie sonst nichts. Kranke Viecher oder was? Nee, alles, ne? Bin gerade im Wasser, wo bist du? Ich auch. Das sieht aus wie ein relativ großer See. I'm testing it, man. Ja, ich hätte eigentlich auch gerne so ein bisschen mehr Wasser hier irgendwie bei uns gehabt. Ja, wirklich? War, also, ja, echt? Ja, ein bisschen vielleicht. Obwohl, wir müssen unbedingt noch was mit reiner Wahnsinn machen. Reiner Wahnsinn. Also, ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Gas hier. Vielleicht kommen wir ja gleich zu so einem Pilzbiom. Hier kommt nichts super. Mehr. Alter, das ist hypnotisieren, ey. Ja, das glaube ich nicht. Oh, da kommt eine Sandinsel. Alter, hier muss erst alles nochmal generiert werden. Hier kommt ein bisschen Sand, aber dann geht's eigentlich schon wieder mit ganz normalem... Alter! Oh. Ich würde das... Ja, weil wäre ich da jetzt nicht reingefahren, dann... Ja, wir sind ja hätte ich mich verletzt. Ja, roll nicht. Stell mal vor, du fährst da auf dem Schiff Wasser. Sind da Pferde. Die Pferde auch neu. Ich glaube, das ist der neue. Alles mit Pferden. Auf einmal sind da Pferde. Auf einmal sind da Pferde. Zwei Meter neben dir. Du denkst da nichts. Stellst es auch. Du denkst da nichts. Scheiße. Steht da Pferde. Sind die eigentlich auch halal? Weiß ich jetzt nicht. Pferde? Ja, sind das sind ja keine. Doch, die haben doch Hufe. Okay, das stimmt. Ist, oder Klauen, naja, wie auch immer. Also Hufe und das. Spreißfüßler. Das ist wieder Pferde. Stell dir mal vor, du machst hier Abenteuer und du findest nur Pferde. Und Sonnenblumen. Soll ich davon mal welche mitnehmen? Ich habe ja welche bei mir schon. Ich nehme auch welche mit. Das ist so, wie wenn man im Ausland ist und dann irgendwelche Sachen kauft, die es bei uns gibt. So wie diese komischen Butterkekse da in Niederlanden, wenn man da in Ausland geht, ne? Ja. Wenn man da in Ausland... nicht in das, nein. Wenn man da in Ausland geht, ne? Stell dir mal vor, das sind ja Pferde. Das sind ja Pferde, ey. Wenn man da in, in diesen Ausland geht. Das sind ja Pferde. Bier ist für mich... Das Schlimme ist ja, die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das ja um 15 Uhr nachmittags und denken sich, warum sind die beiden jetzt schon wieder so müde? Ja, echt. Dass wir aber, wissen Sie, ich 4.30 Uhr aufgestanden bin und jetzt fast 24 Stunden... Alter. Wo bist du denn? Auf dieser komischen Moin. Fickinsel da. Was willst du denn auf dieser Fickinsel? Ich will weiterfahren. Ich will Hässliche Ficke. Kommst du zurecht, da? Ja, ich komm zurecht, ey. Oh, das ist ja wirklich nur so ein kleiner Land... Blödsinn hier. Land... Land... Ich bleib mal so lange hier. Ich kann hier eine kleine Hütte bauen aus Dreck und Wolle. Aus Scheiße. Ja, ich baue eine Hütte aus Scheiße. Hast aber auch nicht was zu tun. Nee. Hier kommt nichts mehr. Ich baue mir eine Hütte voll Dreck. Zweite Schaufel kaputt.
Unfasslich. Hässliche Fickers. Hässliche Fickers. Aber vorhin kommt nochmal wieder Sand. Was wird das denn? Noch einer, so. Hier kommt wieder Sand. Mr. Sandman. Bring me a dream. Bang, 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 bang.